So, und dann machen wir wieder ein Swipe. Ja. Hier ist die freundliche Toni von Schoki Banuki. Und wir haben hier ein Reaction-Video mit Sashi und Marc. Marc. Guten Tag. Ja, Marc Hagenbeck, das kleine Meinzelmännchen. Guten Abend, guten Abend. Ja. Und wir haben heute ein Reaction-Video, das nennt sich Montana Black reagiert auf Fails, Unfälle und Schlägereien und wir reagieren auf ein Reaction-Video sozusagen. Okay. Verstehst du? Genau. Ah, okay. Montana Black, ich kenne ihn gar nicht. Kenne ich auch nicht. Noch nie gesehen, aber nach unserem Intro sieht man das jetzt. Ja, mal gucken, was er so macht. Wir machen Schoki Banuki Reaction schonungslos. Da sieht man's, ja. Und jetzt gehen wir direkt... Ohne Kompromisse. Ohne Kompromisse, genau. Und jetzt gehen wir direkt ins Video rein und gucken mal, was er da so bringt. Komm, zeig mal. Und dann Montana Black. Ab geht's. Ah, das ist Montana Black. Aha. Alter. Was ist denn los, sag mal? Was ist denn los mit hier los? Oh, guck mal, die Kappen schauen wir uns noch mal ein paar. Komisch, Scheitern, Unfälle, Schlägereien 2018. Mhm. Aha. Ah, die Dashcam-Videos, ja. Mittlerweile hat ja fast jeder einen im Auto, aber sieht man gar nicht an Dashcam aus. Das macht man ja. Ach, das ist ein Radfahrer. Wow! Scheiße! Der hat aber Glück gehabt, Digga. Oh ja, der hat noch Zeit gehabt, fuck off zu sagen. Der hat noch Zeit, fuck off zu sagen. Pass auf hier. Meine Fresse, ey. Wow. Der hat aber Glück gehabt, Digga. Warte mal, ja, klar, das Glück gehabt, warte mal. Ja, ey, Big Mac, ja. Oh, fuck off! Boah, guck mal, das Rad. Das ist im Arsch. Der hat aber Glück gehabt, Digga. Wow. Der ist auf den Beinen aber wieder aufgehoben, hast du gesehen? Der hat gestanden. Ja, leco mio. Was geht jetzt? Achso. Motorradfahrer und Radfahrer. Fahrradfahrer und Moped haben sich in der Wolle. Ja. Wie so kleine Kinder, Digga. Oh, da kommt aber ein LKW. Ah, nee, ich dachte schon. Oh. Es ist doch nicht wahr. Okay. Ey, da haut er dem erst eine und dann, ja, haut er ab. Dann haut er ab. Ja, man sieht leider den Tathergang nicht so richtig. Persönlich würde ich sagen, der Mopedfahrer kommt von der Ecke. Es ist nur eine Fahrbahn. Und hier ist Fahrradweg, also regt sich wohl der Fahrradfahrer darüber auf, dass das Moped auf dem Fahrradweg drauf ist. Richtig! Ich mal so sagen. Ja. Montana Black hat's richtig erfasst. Jawohl, und ich bin sauber auf seiner Seite. Also hat der Radfahrer zu Unrecht eins in die Fresse bekommen. Nee, Radfahrer kriegen immer zu Recht einen auf die Fresse. Ach so. Bist du Motorradfahrer? Nee. Nee, schade. Ich auch nicht. Kommissar Monte ermittelt, ja. Kommissar Monte. Da argumentieren sie, bla bla, Arschloch, ich hab deine Frau gefickt, du hast meine Frau gefickt. Dein Mutter, Alter. Und jetzt haut er ihm gleich ein Ding. Guck mal. Ist fertig. Okay, okay. Ah, nee, der, aber, der hat den gar nicht getroffen. Aber driften gar nicht richtig. Er hat ihn gar nicht getroffen. Fahrer haut als erstes. Schauen wir mal in das Slow-Mo an. Der Fahrradfahrer versucht als erstes ein Ding zu hauen. Ein Ding zu hauen. Nee, treffen beide nicht. Ja, alles klar. Alles klar. Der Fahrradfahrer fällt voll theatralisch und wird gar nicht getroffen. Achtet mal drauf. Der wird gar nicht getroffen. Guck mal. Alter, Skandal. Der wird ja gar nicht getroffen. Was ist denn das hier? Ich dachte, hier geht's um Schlägereien. Der wird ja gar nicht getroffen. Ja. Wie geil, ey. Wie geil. Alles klar, Digga. So, was kommt als nächstes? Ja, komm, mach mal weiter. Mach mal weiter hier. So, weitergehen. Halt dich dran. Aber die Russen, die packen manchmal auch Knarren aus und so. Das ist ganz cool. Oh. Oh ja. Siehst du? Oh ja. Oh ja. Das wusste ich doch. Das Auto rollt weg. Ja, Auto rollt weg, wie geil. Ja, auch die Gangster sollten die Handbremse benutzen. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, pass mal auf. Ach, der fährt weiter. Ja. Aber stell dir mal vor, da steigt einer aus mit einer Knarre. Alter! Ja. Und dann rollt dir das Auto weg, dann kannst du nicht mehr. Ich hab mal einen gekannt, der ist in Frankfurt. Du hast mal einen gekannt? Ich kenne auch Leute. Hammer. Der ist in Frankfurt im Parkhaus. Also einer ist rausgefahren aus der Parklücke, er hat seinen Blinker gesetzt, um reinzufahren. Da zieht vor ihm einer rein. Hm. Ja. Er steigt natürlich total entbost aus, und sagt dir so: Entbost oder Airbost? Airbost, ne? So, das ist mein Parkplatz, ich habe geblinkt. Da kriegt er nur aus dem Fahrzeuginneren so eine Knarre an den Kopf gehalten. Im Ernst? Ja, und da hat er gesagt: Also, da war mir der Parkplatz auch egal. Ja. Da habe ich mir einen anderen gesucht. Komisch. Ja. Das wundert mich jetzt. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber, ey, Digga, nee. Mal vor. Moment!
Was hat er vor? Will der mit dem Kopf zuerst ins Auto reinspringen? Keine Ahnung. Was also da? Durch die Scheibe durch oder was? Jetzt mach mal. Ich bremse ihn mal aus mit einer Knarre in der Hand. Oh, Alter! Guck mal, Digga? Guck mal. Alter! Was ist das? Oh Gott. Was war denn seine Mission, Diggi? Was war denn was war seine Mission, Diggi? Hey, der Montana gefällt mir. Ja, Montana Black ist ganz cool. Der, also, jetzt mal ohne Scheiß, der kommt doch nicht mal ins Strudel oder sowas. Der legt sich ja, Aber ich glaube, absichtlich nach vorne. Nee, ich glaube, der ist gestolpert. Ich glaube, der wollte zum Auto laufen, ist aber gestolpert. Was war das denn, Digga? Da, siehst du? Meinst du? Ja, der ist irgendwie... Aber er hat doch Arme! Was war denn seine Mission, Diggi? Alter, er hat doch Arme! Scheibe, Digga. Toll. Das muss man nicht Nee, der geht einfach weiter! Der geht einfach weiter, das war gar nicht sein Auto! Es war sein Auto von seiner Frau, das hat seine Frau den betrogen. Und er hat gesagt, nee, das mache ich. Meine Fäuste tue ich dann nicht irgendwie. Das ist eine Art Hagenbeck benutzen. Muss hier irgendwo hin. Ja, wahrscheinlich Hagenbeck muss mit dem Kopf durch die Scheibe. Sehen, was er da gemacht hat. Alter. Oh je. Rutschige Fahrbahn. Mhm. Ah, ich kenne das schon. Oh, 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 oh. Und jetzt? Oh. Glück gehabt. Nee, jetzt aber ohne Scheiß. Also nichts passiert. Warte, das will ich mal sehen. Nichts passiert. Da ist nichts passiert. Ah, ich kenne das schon. Und da kommt noch einer, da ist nichts passiert. Das ist wie so ein Ballett. Das sind Bruchteil von Millisekunden, die entscheiden, ob du zusammen knallst oder nicht. Wer mir da sagen will, es gibt keine Schutzengel und kein Karma, da weiß ich auch nicht. Boah. Alter! Da krieg ich hier, guck mal hier. Nix passiert! Der LKW-Fahrer gar nicht mitgekriegt. Sieht auch mir aus, als wenn kein Auto kaputt ist. Glück gehabt. Was jetzt? Wo ist das? Ist das USA oder Texas? Texas. Texas. Alles normal? Wow, wow, wow! Oh, was war das denn, Alter? Normal. Das Ding aber ist das. Ja, da kam einer von der Seite. Leck Arsch. Alter. So, pass auf. Boah. Keiner verletzt. Sieht auch mir aus, als wenn keiner. Moment, war der das da? Das ist schwarz. Nee, da kommt einer von ganz links. Alles normal? Alles normal? Ja, da kommt ganz anderer. Ah, da kommt einer, ja. Verdammt. Montana total jetzt. Oh, und er freut sich, weil er überlebt hat. Guck mal. Ja. Holy shit, Digga. Oh, der ist schnell mal auf die Seite. Ich bin gerade so erschrocken. Also hier hat jemand die Vorfahrt missachtet. Hier war verachtet. Er hat die Vorfahrt verachtet. Ich verachte dich. Hier jemand rein. Oh, Alter. Wow. Der Motorradfahrer, auf den habe ich jetzt gar nicht mehr geachtet. Und er hält sich an dem Fahrzeug fest, Digga. Was? Zeig mal. Guck mal. Er slidet an dem Fahrzeug. Ach so? Jesus. Holy shit, Digga. Okay. Kann man nur sagen. Hast du gesehen, der hat sich an einem Fahrzeug festgehalten. Was passiert ist. An dem Unterboden quasi. Das sah mir jetzt nicht so aus, als wenn da jemand schwer verletzt gewesen wäre. Aber verrückt. Also ich hoffe es natürlich auch. Was macht sie? Ihr los? Die Tür zu. Oh, ja. Oh, das Auto rollt. Und da kommt ein Bus. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, da kommt ein Radfahrer. Oh mein Gott! Alter! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch gar nicht! Digga, Karma und Schicksal. Guck das doch an. Guck mal! Rollt zurück. Oh Gott! Bus! Das ist doch ein Fake! Zwei Fahrradfahrer. Und von einer Seite kam auch noch eine. Und jetzt achtet oben rechts noch in der Ecke. Ja, yeah. Oh Gott, oh Gott! Radfahrer, Bus! Und der auch noch! Nein! Aber hier, die Radfahrer wacker draufgehalten. Alter! Ist ein Radweg, ich hab hier Vorfahrt. Oh. Sorry. Fuck you, Mike. Sorry. Oh. Fuck you. What the fuck are you doing? So I crashed. Oh yeah. What do you mean you crashed? I just hit my head. Sorry. No, it's stay there. Okay. Don't go anywhere. Don't go anywhere. I'm not. Don't go anywhere. I'm not. I'm sitting on my back. Don't bike. Go anywhere. Don't go anywhere. Okay. Look, I'm getting up. Is it believing? No. No, don't go anywhere. Okay, go on, get your... Eine Beule.
Dann sagt er doch, nee. Is it bleeding? No, alles gut, Atze. Wir sind bei 93, aber... Ey, ich hoffe, es ist niemandem was passiert, Digga. Aber... wie kann das... Er stößt sich da. Scheiße. Der ist unten drunter. Der war im Radkasten. Ja, der war im Kopf im Radkasten. Ja. No. Ja, ey, ganz ungünstiger Zufall. Ich würde es richtig schade finden, wenn die jetzt beide Stress haben. Der eine kann... Ja. You fucking blind. You can't see me. I crashed. You crashed. How are you coming fast? Ja, ich glaube, der ist ein bisschen sauer. What is this fucking path? Why are you coming fast? I just hit, you hit me, and I just hit the car. Ja, rieg ich mal ab. Ja, das, man kann verstehen, dass es sauer ist, aber das ist unnötig, Digga. Ja, ist ja, so. Das ist aber auch Montana, ich bin bei dir. Ja, also bitte, ja, wenn du da hängst, ja. Oder kommt irgend so ein Vollarsch aus der Ecke und... Ja, aber ich meine... Da ist genug Platz gewesen. Ich kann mir doch auch vorstellen, dass er nicht mit Absicht auf mich zugesteuert ist, oder? Das war halt ein... Aber wie bescheuert ist der eigentlich, der Radfahrer? Ja. Da hat er auch mal so eine Standpauke verdient. Ja. Mal so nebenbei. Also ich gerade so, als hätte ich selber das Rad gefahren. Ja. Ich komme mir vor, als hättest du Beine. It's not bleeding. Ja. Mann, ey. What the fuck are you doing, man? Weiter geht's. Was ist da? Der fährt gerade. Was macht der? Oh, beleidigt er erstmal da jemanden? Aber dann komm ich, Mann. Sieg der Lahn! Allah Allah, ne bir şirket yavrum, otur mu aman abi? Was? Aman akoyun, Mann! Was haben die denn feit auf der Straße? Oh! Man muss sagen, türkische Unfälle etc. sieht man selten, ne? Da war einer beim Rückwärts auspacken. Digga, aber der macht auch provokant. Nichts passiert. So, und jetzt? Steigt er aus. Der macht jetzt mal ganz cool die Tür auf. Wisst ihr, was mich das gerade erinnert hat, wie er die Tür aufgemacht hat? An Top Gear aus Großbritannien, an Jeremy und so, wenn die ihre Challenges machen. Da hauen sie doch auch immer die Türen so gegeneinander. Ja, Schlägerei ist natürlich nicht gut, ne? Ja, er hat auch Pfefferspray. Was soll das denn? Pfefferspray. Was ist denn los? Ja. Was haben die denn für Schmerzen? Der eine wollte schneller, der andere wollte langsamer und der war ein bisschen näher dran. Die doch zusammen Döner essen und die Sache ist doch die wieder... Es gibt doch in der Türkei gar keinen Döner! Sonst halt Dürüm oder was die da immer so essen. Das konnte er nicht machen in der Situation. Was will er machen? Wenn das Erdogan wüsste hier, was die hier auf der Straße liefern. Was macht er jetzt? Wirft er einen Schuh oder jetzt was? Geht er zum Schuh. Oh, das ist aber echt zickig, ne? Sieht ja, es geht alles weiter. Ne, irgendwann ist die Dose leer. Ja. Ich kenne die Hintergrundgeschichte, konnte man schlecht sehen, so. Aber die Schlägerei ist. Also recht, Mann. Also recht, Digi. Also, pass auf. Was geht jetzt? Was ist denn das da? Was ist denn das? Ist das ein das Auto oder ist das ein Motorrad oder was ist das? Das ist blöd mit Fischauge gefilmt. So. Achso, das ist vor die Frontscheibe. So eine Billo-Dashcam ist das. Das ist die Frontscheibe. Ja. Bitte nicht links oder rechts. Bitte nichts Schlimmes. Warum guckst du es dann, wenn du Angst hast? Ich habe auch Angst, ey. Ich auch. Okay, nichts weiter dabei. Nein, er zieht einfach. Ah! Wop! Oh nein. Was eine Scheiße. Ah, oh, zack. Total bescheuert, ehrlich. Ja gut, das ist, der hat von hinten überholt und der andere hat auch überholen wollen. Aber die Hauptsache hier, der Eistee. Ich hoffe, dem Eistee ist nichts passiert. Ja, der Eistee ist heil geblieben. Versuch hier. Oha, oha, oha. Da ist der Eistee. Das ist der Eistee. Das ist schon echt irgendwie Produktplatzierung. Er sieht fit aus, aber der Bus, Digga. Haut mal den Airbag. Und der konnte auch nichts dafür, der Kollege. Ah. Er zieht einfach dran vorbei. Und der sitzt kein Blinker. Der schert einfach wie ein Idiot aus. Ja. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Weil er einfach nicht in seinen scheiß Spiegel guckt. Stimmt. Was ist jetzt? Wo sind wir hier? Was ist das? Ausland, auf jeden Fall. Oh nee, nicht mit Kinderfahrrad. Nicht.
Achso, nee. Okay. Das könnte ich auch sein. Das ist okay. Das ist das könnte ich auch sein. Ja, das sind nämlich schon meine Balken. Schlagen die sich jetzt, oder was? I'm not gonna reverse. Go back. Ah, das ist in Ungarn hier, sieht man auf jeden Fall, ne? Ja. Und sie streiten sich jetzt, wer zurückfährt. Ach so, was ist denn jetzt? Verstehe ich nicht. Ach so, der will nicht zurück und der will nicht zurück. Next time respect the law. Ich weiß nicht, was ich in so einer Situation davon halten soll. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, Digga. Ich kann ihn verstehen, ich kann den aber auch hinter der Kamera verstehen. Im Straßenverkehr sollte man nicht auf seinen Dickkopf verzichten, sondern gucken, dass man höflich zu einem... Hat er gerade gesagt, geht. Im Straßenverkehr soll man nicht, auf seinen Dickkopf verzichten? Ja, Montana. Ja, das ist, glaube ich, hast alles gemeint. Ja, hast du ein bisschen gehört. Machen wir so. No, go back. I don't care. Was? Oh, jetzt gibt's Ärger. Jetzt wird er sauer. Ja, auf dem Video ist er, das stimmt. Ja. Schwer zu sagen, wer da jetzt. Aber das Mädel sitzt ja hinten, nicht auf dem Beifahrersitz, muss man auch bemerken. Ja, die kennt ihren Mann halt schon. Die fährt halt immer wie so ein Eimer. Ne? Wenn man weiß, es ist ein Taxifahrer, ich finde so Taxifahrer und Busfahrer und so, alle Leute, die Personen im öffentlichen Verkehr transportieren, haben keine Sonderregelung, aber die lässt man mal an Ampeln vorbei, lässt man mal Vorrang, weiß nicht. Ich weiß nicht, wer schuld ist, aber. Ja, es sieht jetzt nicht so aus, als wenn der Taxifahrer schuld wäre, weil der will da ja vorbei, der hat ja seine Spur da und der steht auf der Spur. Wer ist denn jetzt hier der Taxifahrer? Der Taxifahrer ist der mit der Kamera. Woher weiß man das denn überhaupt, dass der Taxifahrer ist? Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Der sagt Taxifahrer. Auf jeden Fall ist ja auch egal, ob Taxifahrer ist oder nicht. Auf jeden Fall, der hat ja seine Spur, das ist ja irgendwo in England. Ja, klar. Und der ist ja seine Spur, die anderen stehen alle im Stau und der ist im Stau vorbeigefahren, will sich vorne reindrängeln. Ja. So, also hat der VW-Fahrer hier geschissen. Ja, hat er auch. Ja, also. Respect the law, motherfucker. Ja, next time you respect next time, the law. I won't reverse. Ja. Jetzt fährt er dran vorbei. Ja. Also jetzt macht er auch noch... Das ist das Problem gewesen, mal kurz rückwärts zu fahren. Ah, Montana, es geht ums Prinzip, Mann. Aber die Sache ist auch nicht vorbei, pass auf. Pass auf. Nee. Ja, weiß nicht. Okay, jetzt. Schon so was höre, next time, du hast das Gesetz zu. Ach, Digga. Anstatt dass er gleich ein Stückchen vorwärts sagt, der andere sagt Entschuldigung, der andere sagt, na komm, Kopfschmerzen. Naja. Kannst du einfach nicht gebrauchen. Kann man so und so sehen. Ja. Ja. Ui, 4000 km/h. Der macht einen Wheelie, macht der. Oh, ja, da habe ich letztens einen ganz schlimmen Film zu sehen. Ich will keinen Film zu Wheelie sehen. Nein. Hier so ein Dashcam. Und jetzt kommt er in Schlingern. Wow. Absteigen, ja. Da ist aber nichts passiert, scheinbar. Wow. Ja, der ist noch am Schlittern. Wow, guck mal, wie lange du schlitterst, ne? Oh ja, stimmt. Der schlittert ja immer noch. Wie krass das ist, ne? So, aber es gibt einige Wunden am Arsch. Und dafür habe ich auch überhaupt gar kein Verständnis. Wer auf einer öffentlichen Straße einen Wheelie macht und sich auf die Fresse packt, selber schuld, Digga. Richtig. Wenn man sowas macht, mach es auf einem abgesperrten Parkplatz, whatever. Oder auf einer Straße nachts, wo du auf Kilometer kein Licht siehst, aber im öffentlichen Verkehr, wo andere... Ja, ist ja gut. Unterwegs ja, sind. Mann. Idiot. Also einfach ein Idiot. Ja, hat er recht. Das war kein Wheelie. Motorräder. Das war doch ein Wheelie. Klar, aber das ist ein Wheelie. Nee. Luke, was soll denn sonst? Achso, er hat einfach nur beschleunigt. Ah, okay. Hier er hat einfach nur beschleunigt. Okay, das sah, weil er so nach unten geguckt hat, sah es aus, wie ein Wheelie. Aber nichtsdestotrotz bleibt es dabei, egal ob Wheelie oder nicht, wenn er da... Alter. Das müsste Amerika sein, Meilen 124 sind 240, 250 km/h, glaube ich. Das, auch dann selber schuld. Ja, ja. So, jetzt kommt wieder Mercedes. Oh. Mal 1,6, bei mir immer mal 2, Digga. Fürs leichtere Rechnen.
Digga. Der mit seinem niemand, der angefahren wird. Nee, so wie das. Oh, 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 oh! Ah! Wow, wow. Wow. Glück gehabt. Aber es war eh nicht so schnell. Auch da wieder. Wie viel Glück haben die beiden Weiber? Bei dem Tempo, wenn die umgenutzt wird, das tut weh, Digga. Ja, es tut echt weh. Es tut weh, Digga. Den Autofahrern vielleicht paar Verletzungen, aber nichts ganz Schlimmes. Und den beiden Damen geht's an der Seite gut, Digga. Da rutscht dir das Herz so in die Hose. Digga. Ja. Ich hatte auch schon ein bisschen Pipi drin. Was haben wir jetzt? Was geht denn jetzt? Ach, das war's schon. Das war's schon. Ach, hey, und es war kurzweilig, muss ich sagen. Das war wirklich sehr kurzweilig. Ja. Ganz toll. Also es war eine gute... Montana, du bist ein super Typ. War eine gute Folge, ja, cool. Muss ich sagen. Ich bin jetzt... Swipe. Ja, ich war jetzt überrascht, dass es zu Ende war. Ich habe gedacht, es geht noch länger. Ja, hatte ich auch gedacht. Habe ich gar nicht so erwartet. Ja. Aber war eine gute Sache. Sehr schön. Waren ein paar lustige, interessante... aber wo der da vorbei ist. Und alle dran vorbeifahren, dieses Schutzengel-Ding, ne? Ja. Das war krass, finde ich. Letztens habe ich so ein Video gesehen, da macht einer hier wirklich auf dem Hinterrad, ne? Mit seinem Motorrad. Really? Dashcam filmt ihn. Und von hinten, also war auch dunkel, und von hinten kommt ein Auto und der sieht den nicht, weil das Rücklicht ja Richtung Straße ist von dem Motorrad, verstehst du? Ach so. Und der fährt voll durch den durch und zerfetzt den. Also den Typen hat er nicht zerfetzt, aber das Motorrad, ne? Das Motorrad. Krass, total krass. Ja. Also machst du was nicht? Nee, auf keinen Fall. Machst du was nicht? Wenn ihr das Video gut fandet, dann gebt uns auf jeden Fall hier so einen Daumen und abonniert auch mal den Kanal, wenn ihr Bock habt. Und wir gucken uns demnächst mal wieder ein Video von Montana an. Der war eigentlich ganz cool. Ne? Ja, das ist so, glaube ich, ne? Das machen wir nochmal. Ja. Ich sage an dieser Stelle Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski. Und bis bald ins Video. Ja, genau. Ich zögere es jetzt mal ein bisschen. Gar nicht so einfach, Video, ne? Zu Video, ja. Und swipe. Ja. Montana ist gut. Ja, der ist gut. Ja, Digga. Digga, den sollten wir mal auf unsere Liste schreiben. Diggi. Digga, ja. Hier, Digga. Ja, doch, Montana, der ist so, ja. Aber auch die Statements, die er gebracht hat, waren war cool. Hast du die Kappensammlung gesehen, die er im Hintergrund hat? Ja, da musste echt mal. Das war, wo der überall war. Alter. Mann, da kommt aber rum, ey, im YouTube. Ja.